Ich möchte mich von diesem Pack trennen, bitte. Das will ich aufsagen. Hi, ich bin Ricardo, ich bin Produzent hier im Electric Motion Studio und ich freue mich, mit Johnny an seiner Platte Tattoo arbeiten zu dürfen. Wir sind seit 2 Jahren hier am Start, eigentlich auf Pop und Rock spezialisiert, freuen uns aber immer wieder mal was anderes zu machen, einfach um die Ohren zu erfrischen, um neuen Input zu kriegen und um einfach auch mal so Leuten, die aus einer ganz anderen Musikrichtung kommen, handgemachte Musik nahezubringen. Also auch den Musikern selbst, nicht nur den Hörern. Nochmal, wir machen noch einmal komplett Rap, dass die anderen Spuren wegschmeißen. Wir machen einfach nochmal die Kopfhörer noch einmal absetzen. Die Namen auf der Haut passen genau zu den Narben auf dem Bauch. Schlag mit Sonnenuntergang, roter Farbe in das Blau. Du passt hier hin und zwar haargenau. Gib mir deine Last und ich trag sie auch. Auf diesem Weg, der so manche Meile so steinig war. Ich würd mit niemandem tauschen, nicht der Einzige. Ja, ich time eine Minute, egal wie scheiße sie war. Denn du warst an meiner Seite jeden einzelnen Tag. Und ich schreibe es in die Nacht für uns. Denn du bist meine Kraft und mein Schlagabtun. All die Nächte und die Tage voller Glück und Frust. Glaub mir, die da draußen beneiden jedes Stück von uns. Ja, genau wie Johnny bin ich seit Jahren ein dankbarer Teil der Braunschweiger Musikszene. Sie ist klein, aber relativ ergiebig. Man kennt sich, man mag sich, man macht viel zusammen und genau das ist auch einer der Aspekte, die mich an dieser Platte irgendwie noch gereizt haben mit ganz vielen Braunschweigern, die ich kenne, aber noch nicht mitgearbeitet habe und auch mit ganz vielen Leuten, mit denen ich schon arbeiten durfte, mit denen es immer wieder Spaß gemacht hat zu arbeiten, in diesem Haus wieder zu vereinen und irgendwie ein gemeinsames auf einen Weg zu gehen. Auf die neuen Einflüsse freue ich mich am meisten. Jeder Musiker bringt irgendwas Neues mit ins Studio. Manchmal ist es so, dass einem gar nichts gefällt, aber ein kleines Haar an der ganzen Geschichte, das zieht dich durch den ganzen Song. Und ich bin ganz gespannt drauf, was uns da musikalisch verbinden wird, wo unser Weg hingeht, wo wir uns gegenseitig beeinflussen können, um den gesamten Alter Tattoo zu verbessern.